Ich bin selber 13 Jahre lang zur Schule gegangen und habe etliche Bücher in dieser Zeit lesen müssen oder dürfen. Vor allem im Gymnasium, da war einfach ein Buch nach dem anderen in Literatur und es gab ein paar, die waren ganz spannend, viele aber auch nicht so meine Interesse. Und nach dem Gymnasium habe ich praktisch nie wieder ein Buch in die Hand genommen. Und das ist jetzt praktisch 10 Jahre her. Und vor circa 2 Jahren habe ich erst richtig angefangen zu lesen. Weil ich für mich gemerkt habe, dass die Bücher, die wir im Gymnasium beispielsweise gelesen haben, einfach oft gar nicht das gewesen sind, was ich lesen will. Und heute lese ich Bücher zu Themen, die mich persönlich betreffen. Und ich lese fast alle 2 Wochen ein Buch. Und was diese Geschichte mit Unterrichtsmethoden zu tun hat, will ich euch jetzt in diesem Video erklären. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute wieder ein neues Video und jetzt, was hat diese Geschichte mit dem Buchlesen, mit Unterrichtsmethoden zu tun? Das soll jetzt kein Anstiften dazu sein, dass alle Deutschlehrpersonen oder Sprachlehrpersonen oder allgemein auch Mathematik-, Geografie-Lehrpersonen einfach nur noch sagen sollen, ja, die Schüler sollen einfach lernen, was sie Lust haben, weil das kann in Chaos enden und Unübersicht. Ich mache später dann noch am Schluss noch ein Beispiel, wie es gerade bei mir in einem Englischprojekt passiert. Aber ich möchte mit diesem Video heute einfach euch Lehrpersonen oder zukünftige Lehrpersonen dazu anstiften, nachzudenken, wie dass man den Unterricht gestalten kann, so dass die Schüler auch nach der Schule noch neugierige Menschen bleiben und Lust haben, neue Dinge zu lernen und verantwortungsvolle Menschen sind und nicht einfach zu Maschinen und Roboter werden, die einfach nur noch ihre Zeit auf Facebook, Instagram und Social Media nur noch andauernd vertreiben und einfach nur noch konsumieren und nicht selber nachdenken und selber Inspiration finden im Leben können, um sich weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen. Ich versuche immer, mir das folgend zu überlegen. Es gibt so quasi den klassischen Frontalunterricht. Die Lehrperson sagt den Schülern einfach immer, was sie zu tun haben und die Schüler gehorchen, müssen einfach gehorchen und können einfach das tun, was die Lehrperson ja vorgibt. Das kann ganz bequem sein, aber es kann auch unbequem sein. Das andere Extrem ist total offener Unterricht. Die Schüler können theoretisch machen, was sie wollen. Da gibt es ja auch wirklich ein paar, ich glaube eher private Schulen, die das komplett so machen. Wenn man eine öffentliche Volksschule ist, oder einfach eine öffentliche Schule, hat man einen klaren Lehrplan, an dem man sich halten muss. Also, aber einfach so diese beiden Extreme, sagen wir kompletter Frontal- oder komplett geleiteter Unterricht durch die Lehrperson. Alle Inhalte sind vorgegeben, die Zeiten sind vorgegeben und so weiter. Das eine Extrem und das andere ist, macht was ihr wollt, dafür macht ihr es, weil ihr Lust habt. Und ich kann heute auch noch nicht 100% sagen, was genau das Richtige ist, weil es gibt nicht das Richtige. Wir Menschen sind so individuell, wir funktionieren alle individuell, wir haben alle eine ganz andere Vorgeschichte, wir haben eine andere Denkensweise, wir haben andere Beziehungen, wir haben andere Erfahrungen, wir lernen anders, wir sind für verschiedene Dinge anders motiviert und egal für welches System, das man sich entscheidet, auch ein System, das Komponenten aus beiden diesen Dingen hat, solange wir ein System nehmen und dann Menschen hineintun, wird es immer einen Teil Menschen geben, für die passt das System und für die passt das nicht. Das heißt, solange wir Schulklassen haben und Schule so wie es jetzt ist und ich weiß nicht, was in Zukunft kommen wird als Schule, es wird sich schon weiterentwickeln, es wird vieles immer individueller, was es aber auch viel schwieriger macht, natürlich zu überprüfen, weil es natürlich viel einfacher, wenn die Lehrperson einfach genau weiß, okay, das sind die Themen, ich weiß über diese Themen Bescheid und die Schüler müssen sich in diesen Schranken bewegen. Und wenn plötzlich die Schüler etwas machen, worüber ich nicht so Bescheid weiß, was ja gerade zum Beispiel bei ICT vorkommt, dass es manchmal so gewisse Schüler gibt, die sich sehr für Informatik interessieren und dann in diesem Bereich viel mehr wissen als die Lehrperson, wie soll das die Lehrperson überprüfen? Das ist wirklich schwierig und ja, wir müssen ja Noten schreiben und wie wollen wir dann diese Zeugnisse zusammenstellen, wenn wir selbst gar nicht Bescheid wissen über das Ganze. Und wie gesagt, ich möchte mit diesem Video nicht am Schluss irgendwie sagen,
macht es so oder macht es so. Ich möchte euch einfach dazu anregen, darüber nachzudenken, wie ihr euren Unterricht grundsätzlich gestaltet und was ihr daran vielleicht verbessern könntet. Und wenn es irgendeine Form von Lösung gäbe, die ich vorschlagen würde, um jetzt auf das Beispiel des Buchlesens zurückzukommen, aber es spielt wirklich keine Rolle, in welchem Fach, ist eine gewisse Mischung von verschiedenen Methoden, wenn wir es Methoden nennen wollen, zu finden. Und beim Buch wäre das Beispiel, dass man das so 50-50 macht. Also für Sprachlehrpersonen würde ich jetzt vorschlagen, das möchte ich in Zukunft eigentlich auch so machen, dass ich circa zur Hälfte der Zeit ein Buch wähle und das mit den Schülern zusammenlese, damit wir auch einen Austausch haben. Das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass wir Interaktion haben und da Beziehungen aufbauen und zusammen diskutieren und so zusammen weiterkommen. Und zur anderen Hälfte der Zeit sollen die Schüler selbstständig wählen, was sie lesen möchten. Weil ich möchte ja, dass sie nach der Schulzeit auch noch Lust haben, etwas zu lesen oder grundsätzlich neue Dinge zu lernen. Und wenn ich ihnen immer nur vorgebe, ihr müsst jetzt das und das und das lesen, dann tun sie es, weil sie es tun müssen, nicht immer, weil sie es tun wollen, außer es ist jetzt gerade ein Buch, das sie komplett interessiert. Aber das ist ja nicht oft bei allen Schülern der Fall. Ich sehe das Leben im Prinzip und ich finde, die Schule sollte ja das Leben irgendwie abbilden oder möglichst gut darauf vorbereiten. Und ich persönlich sehe im Leben, dass man immer Freiheiten hat und Beschränkungen hat. Man hat Freiheiten und das ist schön, aber es kann auch herausfordernd sein, kann sehr schwierig sein. Und wenn man Beschränkungen hat, kann das bequem sein, aber es kann auch extrem nervig sein. Aber das Leben besteht aus beiden diesen Dingen. Wir müssen mit beiden Dingen lernen, umgehen zu können. Und beides hat seine schönen und seine nicht schönen Seiten. Aber es ist nicht das eine oder falsch oder richtig. Wir werden mit beiden Dingen im Leben konfrontiert. Ich meine, ein Beispiel wäre zum Beispiel Autofahren. Wenn wir Auto fahren, dann müssen wir uns an Beschränkungen halten, an die Gesetze im Straßenverkehr. Aber wir haben die Freiheit, dahin fahren zu wollen, wo wir möchten. Es braucht diese beiden Komponenten. Das, sich für den Unterricht zu überlegen, wo kann ich die Schüler vielleicht mehr anleiten und ihnen vorgeben, was sie machen sollen. Das kann sie auch inspirieren. Andererseits kann es auch demotivieren, weil es sie vielleicht nicht interessiert. Und dann auch, jetzt hatte ich die Freiheit eigentlich auf dieser Seite, auch, wie auch einfach anleiten und gleichzeitig Freiheiten geben. Sorry, ja, ihr seht, ist nicht immer einfach. Genau, sich das für den Unterricht zu überlegen. Also, wie kann ich möglichst unterschiedliche Unterrichtssituationen bieten? Man könnte jetzt auch wieder sagen, okay, das ist Methodenvielfalt. Ja, aber Achtung, Methodenvielfalt heißt nicht einfach nur bei geleitetem Unterricht zu bleiben und darin Methodenvielfalt zu haben, sondern sich diese beiden Dinge zu überlegen von vorgegebenen Inhalten und Freiheiten bei dem, was ich lernen möchte. Also, ich glaube einfach, dass im heutigen Schulsystem, so wie wir es heute noch haben, 2019, und es wird auch natürlich sich nicht so schnell ändern, dass wir viel mehr auf der Seite sind. Der Stoff ist vorgegeben, der Lehrplan ist vorgegeben, ist ja auch klar mit den Fächern und den Stundentafeln und den Jahrgängen und so weiter, was auch nochmal ganz ein anderes Thema ist, weil innerhalb von einem Jahrgang sind die Kinder sehr unterschiedlich weit entwickelt, zurück oder vor. Da sich einfach zu überlegen, wie kann ich einen Ausgleich finden und den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit bieten, sich mit allem auseinanderzusetzen. Und ja, überall wird Freude und Frust vorhanden sein, aber einfach wegzukommen von dem Extrem, dass alles vorgegeben ist. Und für den Lehrplan bedeutet das für mich, der Lehrplan ist wichtig, gerade in Bezug auf bestimmte Berufe oder weiterführende Schulen und so weiter, weil es da Vorgaben gibt natürlich. Aber sich einfach zu überlegen, wo gibt es Möglichkeiten, mehr Freiheit zu bieten, mehr Wahlmöglichkeit, vielleicht sogar etwas, das nicht explizit im Lehrplan steht, den Schülern da irgendwie Zeitfenster zu geben und sie zu motivieren, damit sie da irgendwie wirklich intrinsische Motivation auch erfahren können. Nicht, dass extrinsisch schlecht wäre pauschal, aber einfach beides irgendwie zu erreichen. Gut, ich habe wieder mal viel länger gequatscht, als ich wollte. Es tut mir wirklich leid. Ich komme jetzt zum Schluss ganz kurz. Im Moment mache ich gerade ein Englischprojekt und ich bin da auf dieses eine Extrem gegangen, was ich jetzt auch gemerkt habe, was nicht optimal ist. Ich bin zum Extrem gegangen, weil es der letzte
das letzte halbe Jahr für diesen Jahrgang ist, 9. Klasse. Und ich habe ein Experiment gemacht und gesagt, ihr könnt 6 Monate lang lernen, was ihr wollt. Ich habe ihnen quasi eine Liste mit Material zusammengestellt, Themen. Und ich habe ihnen gesagt, ihr müsst mindestens 3 bis 4 kleine Englischlernprojekte machen, immer im Schnitt zwischen 4 bis 6 Wochen. Aber ihr könnt praktisch frei wählen, was ihr wollt. Die, die Kaufmanages machen oder nachher ins Gymnasium wollen und so weiter, müssen schauen, dass ihr die und die Themen natürlich habt, das muss drin sein, und versucht, verschiedene Kompetenzen da zu erreichen. Und dieses Englischprojekt für mich als Lehrperson ist einerseits wirklich ein Riesenerfolg und gleichzeitig ein komplettes Desaster. Und jetzt, warum ist das so? Die Schüler, die motiviert sind, die stark sind, die gut selbstorganisiert sind, die blühen komplett auf. Die lernen wirklich, weil sie Bock darauf haben. Und man sieht, ich muss sie gar nicht mehr anstoßen. Ich frage manchmal am Anfang, wollt ihr noch ein Aufwärmspiel machen oder sowas, ein bisschen reinkommen? Nee, wir wollen gleich anfangen zu arbeiten. Und dann legen sie sofort los. Und dann gibt es das andere Extrem. Schüler, die noch nicht so selbstständig sind, noch nicht so viel Verantwortung für sich selbst übernehmen können, vielleicht nicht so ganz so kreativ sind in der Ideenfindung, die haben viel mehr Mühe, da reinzukommen. Denen muss ich viel mehr Unterstützung geben oder viel mehr das Auge drauf haben. Aber ich bin dieses eine Extreme gegangen und ich merke, es ist zu extrem. Ich muss wieder einen Ausgleich finden und auf das nächste Semester muss ich das wieder anpassen, dass ich da einen Ausgleich habe, wo ich selbst Inputs gebe und selber anleite, selbst gewisse Themen vorgebe, aber auch wieder Freiheiten finde. Also ja, das zeigt mir wieder, okay, ich habe das probiert, ist okay. Ich habe viele Fehler jetzt gemacht oder mache immer noch gerade viele Fehler. Es ist immer noch eine Weile bis zum Sommerferien. Aber ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht und ich versuche, das besser zu machen nächstes Semester. Das ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil, einfach diese Fehlerkultur, nicht nur mit den Schülern, sondern mit sich selbst auch als Lehrperson. Denn ja, Unterrichtsmethoden werden niemals perfekt sein. Ein fixes System für individuelle Menschen wird nie optimal für alle Individuen sein. Das ist nur schon ein Widerspruch in sich, wenn man das erreichen wollen würde. Okay, aber ihr seht, auch ich bin nicht perfekt, auch wenn ich in diesen Videos versuche, tolle Dinge irgendwie zu erklären, die euch helfen sollen. Auch ich bin noch am Lernen und man muss einfach immer dranbleiben, probieren und dann das nächste Mal es besser machen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Beruf. Man kann das immer wieder weiterentwickeln und probieren zu verbessern und da einfach den Austausch mit den Schülern, aber auch anderen Lehrpersonen zu behalten und dann da irgendwie professionell weiterzukommen. Gut, ansonsten als Abschluss empfehle ich euch wie immer, lest Bücher, die euch interessieren. Sei es für die Schule wie die Hattie-Studie, kenn deinen Einfluss, oder andere Bücher wie Motivation. Ich lese gerne über zum Beispiel Psychologie, menschliche Psychologie. Das interessiert mich einfach persönlich, aber du kannst natürlich auch andere Dinge lesen. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Wenn du ein Buch bestellst oder andere Dinge über Amazon, dann erhalte ich eine winzige Provision dafür. Es kostet dich auch überhaupt nicht mehr. Es können auch andere Dinge als Bücher sein. Hauptsache, du nutzt einen Link, dann weiß Amazon, dass du was über mich quasi bestellt hast. Und sonst wünsche ich euch einfach ganz viel Erfolg als Lehrperson. Es ist wirklich ein so schöner Beruf, sehr lebendig, auch sehr viel zu tun, sehr viel Verantwortung. Heute dieser Gedankenanstoß. Macht's gut, bis bald. Ciao.